Hallo liebe Hundefreunde, mein Name ist Antje Hebel. Ich lade euch jetzt ein, mit mir zu einem Wurf Hundewelpen zu gehen. Das sind ganz süße, knuffige, 6 Wochen alte Labbywelpen. Die werden wir jetzt mal mit der Kamera beobachten. Wir werden die ein bisschen austesten. Und ich werde euch erklären und euch Tipps geben, worauf ihr achten solltet, wenn ihr mal irgendwann einen Hund bei einem Züchter auswählen dürft. Ja, wir bekommen hier schon eine ganz stürmische Begrüßung. Die sind zwar jetzt hier in der Hofkiste, aber das ist nicht deren normaler Aufenthaltsort. Diese Welpen dürfen im Haus überall hin, die dürfen in den Garten, die werden sozialisiert. Die Züchterin ist mit denen schon Auto gefahren, die war an Ententeichen. Die Hunde durften schon mit im Baumarkt sein. Also das ist natürlich eine ideale Ausgangssituation für alle Welpen. Ja, zuerst wäre natürlich wichtig, dass ihr die Hunde rufen könnt und dass die auch wirklich zu euch rankommen, dass die Interesse haben am Menschen und dass die da wirklich verspielt sind und sich freuen. Vor Freude wird dann auch gleich mal zugebissen. Das ist ein normales Verhalten bei Welpen und sollte in diesem Alter niemals verboten werden. Ihr seht ja, die nehmen im Moment noch alles, was sie kriegen können und beißen da einfach lustvoll drauf. Ähnlich wie die menschlichen Babys. Die Kleinen sollten an Spielzeug interessiert sein und natürlich auch allen Sachen hinterherrennen, die sich bewegen. Dabei ist es egal, ob das große oder kleine Gegenstände sind, vertraute oder neue. Die Welpen hier sind alle völlig normal entwickelt. Hier kommt was Neues auf den Spielbereich, was Fremdes, und da gehen die alle sofort drauf. Die untersuchen das, die zerflattern das, die sind damit beschäftigt, die finden das ganz toll. Das sind also alles aktive Welpen mit ganz normalen Instinkten und Reaktionen. Ein schöner Wurf. Welpen sollten überhaupt keine Angst haben vor Menschen. Die sollten sich also völlig problemlos nähern und da auch rumzippeln und rumzuppeln. Das ist okay. Na hallo, die Mama. Die Mama ist da. Ganz wichtig ist immer, wann immer ihr euch einen Hund aussucht, schaut, dass ihr die Mutter seht. Die Mutter muss dabei sein, die Mutter muss friedlich sein, die Mutter muss wirklich erlauben, dass ihr die Welt anfasst. Und auch die Mutter muss anzufassen sein. Ja, wichtig ist, dass die jungen Hunde keine Angst haben vor Gegenständen, die auf sie zukommen, fremde Sachen, die sie nicht kennen. Dieses Spielzeug hier war auch noch nass, das war also unangenehm und trotzdem sind die alle ganz wunderbar damit klargekommen. Keiner hatte Angst. Versucht mal Lärm zu machen, versucht mal in die Hände zu klatschen oder vielleicht was runterfallen zu lassen, irgendeinen Lärm, der die Hunde vielleicht erschrecken lässt oder dass sie sich umdrehen. Sie dürfen sich nicht fürchten. Beobachtet Welpen, die sich permanent zurückziehen. Das ist kein gutes Zeichen. Sollte dieses Verhalten andauern, kann es ein Hinweis sein auf fehlendes Selbstbewusstsein, auf Angst oder natürlich auch auf Krankheit. Alles das ist später bei erwachsenen Hunden nicht wünschenswert. Spielen ist gesund, auch Toben ist gesund, aber beobachtet mal bitte die ganz aktiven Vertreter in diesem Wurf. Das kann schon auf Mobbing hindeuten, das kann schon auf sehr, sehr viel Selbstbewusstsein hindeuten, beziehungsweise auch, vielleicht auf späteres aggressives Verhalten und dominantes Verhalten. Wenn das dann immer von gleichen Welpen ausgeht und ihr noch nicht allzu viel Hundeerfahrung habt, naja, lasst einfach die Finger davon. Ganz toll ist natürlich, wenn der Züchter den Welpen schon die ersten Kommunikationsformen beibringt. Herumhüpfen und eigenartige Bewegungen machen, das hilft den Hunden natürlich, später ein gesundes Sozialverhalten zu entwickeln. Ein toller Test ist natürlich auch diese Geschichte auf dem Tisch. Das heißt, der Hund sollte sich auf den Tisch legen lassen, umdrehen lassen, von euch anfassen lassen, vielleicht mal ins Maul gucken, vielleicht mal die Ohren anschauen. Und das sollte der sich alles einfach gefallen lassen.
heute haben wir hier schon den absolut idealen Vertreter. Die kleine Maus lässt sich das alles ganz entspannt gefallen. Das ist so ein richtiger guter Hund, der kann später mal zu ruhigen Menschen, vielleicht zu Senioren, vielleicht auch zu einer Familie mit Kindern. Ich denke, dass das wirklich ein positiver, entspannter Hund ist, der so alle Lebenssituationen einfach gelassen überstehen kann. Und das geht alles ohne Stress, ohne Angst und natürlich auch ohne großen Widerstand. Hier wird es jetzt schon etwas unruhiger. Der sagt uns schon, das gefällt mir nicht so ganz. Eigentlich will ich lieber spielen mit meinen Kumpels. Mach mal hin, beeil dich mal. Ich will aber wieder hoch. Aber er lässt sich's gefallen und ist ein positiver Charakter. Das ist okay. Er kann also zu allen Familien, zu allen Menschen. Und hier wird es nochmal eine Stufe intensiver. Dem gefällt das jetzt überhaupt nicht. Es ist so ein kleiner Dickkopf vielleicht, so ein Hund, der wirklich weiß, was er will, der vielleicht zu erfahrenen Leuten kommen sollte, zu aktiven Leuten, die den auch auslasten können und vielleicht eher nicht zu Kindern. Aber wie gesagt, das wird sich alles noch rausstellen. Das entwickelt sich alles in den nächsten Wochen bzw. Monaten. Es ist hier nur ein erster Ansatz, um mal zu vermuten, was aus dem Hund eventuell werden könnte. Ja, und jetzt das, wovor ganz viele Hundebesitzer Angst haben. Beginnt mit dem Nagelschneiden, sobald ihr euren Welpen zu Hause habt. Nehmt einen Nagel pro Tag, geht positiv ran, belohnt ganz viel, dann gewöhnt er sich ganz schnell daran. Und wenn ihr es ganz genau wissen wollt, wie es geht, von uns gibt es dann noch einen Clip nur über das Nägelschneiden. Ja, unsere Welpen werden langsam müde und wir ziehen uns hier zurück. Mein Tipp abschließend für euch ist, nehmt euch einen gemäßigten Charakter, einen freundlichen, neugierigen, verspielten Welpen. Nicht zu ängstlich, aber auch nicht übermäßig aktiv. Schaut dabei nicht nur aufs Äußere, sondern hört einfach auf euren Bauch. Dann ist es garantiert die richtige Entscheidung. Ich hoffe, das hat euch jetzt genauso gut gefallen wie mir. Und ich würde mir wünschen, dass die Infos euch wirklich helfen, einen richtig guten Hund zu finden. Achtet auf alle Fälle immer darauf, dass die Welpen und die Elterntiere ganz normalen Zugang zum Familienleben hatten. Das heißt, dass die ins Wohnzimmer durften, ins Haus, dass vielleicht Kinder mit dabei waren oder auch ältere Menschen, damit diese Welpen ein ganz normales soziales Empfinden entwickeln können. Wenn die dann natürlich noch im Frühjahr geboren sind und Zugang zum Garten hätten, dann werden die richtig schnell und halt stubenrein. Wenn euch unsere Infos gefallen, dann abonniert unseren Kanal oder solltet ihr noch Fragen haben, dann schreibt mir einfach. Tschüss für heute.